Okay, und wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dann passiert nämlich nichts. Ah, okay. Oh, ich glaube, dass die Zombies gerade versuchen, da unten durchzukommen. Was hüpft denn hier? Cloth Fragment. Okay. Tja. Oh, Alter, der hat eine Wand kaputt gemacht. Ja? Okay. Lass mal. Ah, fuck. Ach, jetzt habe ich mein ganzes Holz umgeforged. Ich kann das ja gar nicht mehr bauen. Lass mal hochgehen. Lass mich hier noch ein paar Sachen kaputt machen, solange wir es noch können. Und uns dann vielleicht aufs Dach retten. Ja. Irgendeins von den Schweinen hat ein Schwein erledigt. Ich geh mal hoch. Ja, das ist vielleicht besser. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ja. So, ja, okay. So. Dann mache ich immer so ein Holz hin. Zack. Ui, ist es dunkel. Ziemlich, ne? Ja. Hast du schon die Möglichkeit gefunden, irgendwie ein Feuer zu machen? Also ich habe hier Torches. Stimmt, das habe ich bei mir auch gesehen, aber ich weiß nicht genau, was da das Rezept für ist. Ich auch nicht. Vielleicht, Woodspikes. Ach, guck mal. Woodspikes. Ah. Was wenn ist denn du, das hier? Wenn du, sagst oh, hörst du das? Hörst du das? Oh! Was machst du denn? Was war das denn? Geh weg! Schieß drauf! Ja, ich kann die Sticks nicht mehr nehmen. Was soll denn? Was war das denn? Ich wurde von einer Wespe angegriffen und sie war so groß wie mein Kopf. Ja. Wenn du Stoff nimmst und einen Stock drunter legst, wo ist mein Clove hin? Du, ich habe gerade Wooden Spikes gemacht. Aus den Sharpen Sticks. Vielleicht kann man die ja platzieren. Das ist gut, ja. Warte mal. Siehst du die? Siehst du das in meiner Hand? Warte. Ja, genau, das sind die Pfeilen. Was liegt denn hier? Collect Stick. Kann ich die jetzt irgendwie. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann das jetzt bestimmt irgendwie platzieren oder so. Ach, krass. Okay. Okay. Das heißt also. Ja, da musst du aber ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, du kannst da auch selber mit Schaden machen. Habe ich schon fast vermutet. Ja. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Dann haben wir auch Licht, so. Und dann packe ich die mal dahin. Oh, Feuer! Wie hast du das gemacht? Mit Clove. Ach, wie geil! Und dann da einen Stock drunter setzen. Oh, hier ist ein Vogelnest. Ja, da sind Federn drin, oder? Achso. Und Cloth. Und mit was für ein Holz hast du da genommen? Ein Stick. Achso, ich habe nur Sharpen Sticks. Oh, warte. Na gut, okay. Da kein Ding. Hier. Erinnert mich so ein bisschen an die erste Nacht in Minecraft. Aber wir haben zumindest schon mal ein Haus, nicht wahr? Also. Aha. Und wir mussten es nicht mal selbst aufbauen. Einfach okkupieren. Warum schmeißt du das denn hier hin? Ach. Hier, die Dinger kannst du aufsammeln. Die habe ich dir da hingeworfen. Geil. Dann hast du zumindest ein paar davon. Dann kann man so auf sich leuchten und so, das ist ja ganz cool. Kann man damit auch hauen? Wahrscheinlich kann man damit auch die ganzen Wespen auf sich aufmerksam machen. Hallo! Wir sind hier! Hallo Wespen! Ja. Ach, die schlafen doch. Die schlafen doch. Hat man Fallschaden hier? Ich glaube schon. Muss ich aufpassen? Ich glaube schon, ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Irgendwie kann man auch Zäune bauen und ich meinte gerade, man kann glaube ich über Zäune nicht überwegspringen. Mhm. Kann sich also, wir können uns mehrere Ringe aus Zäunen machen und dann kommt da keiner dieser blöden Zombies mehr durch. Wir aber auch nicht. Na, aber die machen die Zäune wahrscheinlich kaputt dann, ne? Ja, das mag sein, ja. Nach einer Weile. Das ist möglich, ich glaube schon. Soll ich mal mit dem Raketenwerfer da drüben auf das Haus schießen? Sieht aus, ne? Ja, na, willst du das? Ja, warum nicht? Muss man mal gucken, ob das kaputt geht oder nicht. Da drüben, das andere. Oder ja, das warte kleine? Warte mal. Lass mich sehen. Schieß am besten da auf den einen Zombie, der da an der
an diesem Garagentor hoch und runter. Ja, genau, genau. Alles klar. Wie viel Schuss habe ich denn? Vier ja, warte, Stück, okay. Warte, warte. Ich schieß gleich mal mit, dann ist er tatsächlich tot dann. Oh, ich hab einen Du hast deinen Rocket Launcher an deine Füße geworfen. Unter mir ist gerade ein Stück Dach weggebrochen. Was? Hier ist so ein. Genau vor mir ist ein Stück Dach weg. Ja, bei mir nicht. Also bei mir ist das Stück vor dir noch da. Okay. Ist ja egal. Okay, auf den Zombie. Auf drei? Ja. Eins, zwei, drei. Oh, ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber wir haben die Garage kaputt gemacht. Ist doch schon mal schön. Und vielleicht schaffen wir es ja, die Zombies dahin zu bekommen. Kann man denn jetzt nachladen? Ich habe doch noch mehr Schuss. Und er? Wie lade ich denn jetzt nach? Weiß ich nicht. Irgendwie ist das jetzt leer. Aber wenn ich jetzt R drücke, kommt dann nix. Bei mir auch nicht. Wie reload ich denn jetzt? Ein Optionsmenü gibt's auch nicht. Da kann ich nur quitten und Selbstmord begehen. Ja, keine Ahnung. Rechtsklick drauf bringt auch nix. Wie es aussieht. Komisch. Oh, ich habe ihn weggeworfen. Oh, er ist noch untergefallen. Cool ist zum Wegwerfen. Ja, warte, warte, ich hab noch einen zweiten hier. Raketenwerfer? Ja. Hast du ihn? Ah, herrlich. Jetzt bin ich wieder glücklich. Schön. Oh, hallo. Ich glaube, ich muss ein bisschen was. Hast du viele Lebensmittel, sag mal? Was habe ich denn? Also, ich habe Hundefutter, ich habe 20 zu trinken. Ich habe Ham, Chili, Kartoffelsamen, Pasta, Katzenfutter, alles was du willst. Nee, behalt mal dein Hundefutter. Aha. Ah, okay. Ich hatte noch eine abgelaufene Konserve mit irgendwelchen Bohnen oder so. Aber mir geht's gut. Kann man aus Cloth noch irgendwas anderes craften? Wahrscheinlich. Kann man ja eigentlich machen. Ein Bett kann man irgendwie craften, ein Schlafsack. Oh ja, Bett ist eine gute Idee. Metalltür, Eisenbarren, Metall, weiß ich nicht, rote Planken, Wolle, Powerpool, was? Scrap Metal Wall, Treppe, Plywood. Baue vielleicht tatsächlich mal ein Bett. Wrench. Und benutze es dann direkt. Weil wenn das so funktioniert wie in Minecraft, dann hast du einen Safe Spot damit, oder? Mit dem Bett. Okay, ja, mal gucken. Okay, wie geht das hier? Aha, aus Pipes kann man sich hier so eine. Na. Ich habe jetzt einen Schraubenschlüssel gemacht. Schön. Ja, gut. Schön, schön. Jetzt musst du nur noch versuchen, auf deinem Schraubenschlüssel zu schlafen. Pong, pong. Das hat überhaupt keinen Effekt. Das geht nur mit den puren Händen in diesem Schaden. Spiel. Wofür hat man eigentlich diese Rosen? Wo ich höre eine. Ah, doch keine. Pesranterum. Also hier ist noch nichts. Sieht auch nicht unbedingt so aus, als würden sie hier durchkommen wollen. Oh, hier ist aber schon ein bisschen was kaputt. Ja, aber es hält noch. Da vorne ist ein Zombie. Ja, lass mal noch warten, bis es ein bisschen heller ist und dann laufen wir mal irgendwie Richtung Westen, würde ich vorschlagen. Osten. Mich würde nämlich mal interessieren, was das da für eine Stadt ist. Mhm, okay, ja. Das ist eine gute Idee. Ist noch Ham. Und Ravioli. Es ist Ravioli schon ist immer gut. Es müsste wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen heller werden. Ja, man hofft es. So, also ich sehe links, ich habe jetzt schon ein bisschen Durst irgendwie, ein bisschen Hunger. Aber ich glaube, das hält da alles noch aus.
Das hier. Chicken und Lamb, okay. Was kann man denn aus dem Scrap Metal irgendwie machen? Kann man da irgendwas machen? Wahrscheinlich kannst du da, also ich konnte da Forging Metal draus machen. Und das kann ich dann wiederum benutzen? Nee, warte mal. Ich kann da eine Wand mitmachen. Eine Wand? Ich denke ja. Eine Metallwand? Ja, ich glaube. Mhm. Ja, Tatsache. Oder nur eine Seitenwand. Und wie geht dieser Schlafsack? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich hab ihn. Ja? Und jetzt? Kann ich den jetzt hier auch irgendwie platzieren? Ja, vielleicht? Ja, weiß ich nicht. Aha! Wir wollen ja vielleicht nochmal weg. Ja, jetzt kann ich den hier noch aufheben. Also, der ist auch nur zu gut aussehen wahrscheinlich. Es ist schon nicht angenehm, was man hört. Wieso schwebt hier eine Couch? Die habe ich da hingelegt. Die war mir im Weg. Achso, und weil das hier so halb hoch ist. Okay. Das sieht ja interessant aus. Hier aus den Vorhängen kann ich übrigens Stoff rausbekommen. Deswegen hört man auch, wie das Holz splittert, wenn du die kaputt hast, ja? Ja. Okay. Die kann man auch aufmachen, die Fenster. Tada! Ja? Oh, stimmt. Cool. Da. Wo ist denn Richtung... Ja, genau, das passt doch. Süden? Nee, da will ich ja nicht hin. Da müssen wir hinlaufen. Nach hinten raus, quasi. Hinten raus den kleinen Weg lang. Dann kommen wir nach Coralmape... Was weiß ich, wo das ist. Okay. Und Sonne kommt. Dann los geht's. Auf geht's. Ja, ne? Man bekommt übrigens Fallschaden. Ich hab das gerade. Ja, das, ich wollte das mal herausfinden. Das war jetzt wichtig. Oh, warte mal. Lass mal da auf dieses Tier da hinten schießen. Mit dem Ding hier. So. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ah, nicht davor gehen. Guten Tag. Hallo? Bist du dieser Trolltest? Hallo? Ja, ja. Hallo? Ja, ja, ja. Ah. Oh, neben dir ist ein Zombie. Soll ich auf dich aufpassen, Nico? Ups. Klick, klick, klick. Wollen wir einfach weglaufen in die zur Straße? Ja, warte, lass erstmal das Tier. Ja, da kommen nur so 10, 12 Zombies hinter dir. Deswegen dachte ich mir, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir einfach davon weggehen. Nein. Wo ist der denn hingeflogen? Weiß ich nicht. Wie nein. Wollen wir jetzt mit denen verhandeln? Oh, ich kann ihn noch nicht aufsammeln. Oh, mein Rocket Launcher ist nachgeladen. Nein. Doch, das geht doch bestimmt. Warte. Ich hab ihn gleich. Ja, ich warte gerne, aber wenn du dich einmal nach hinten drehst. Was? Oh. Okay, ja, ich habe jede Menge Fleisch. Wir können weiter. Ja, schön, hier lang. Du kannst gerne dich noch mit deinen Freunden unterhalten. Nee. Ich kenne die jetzt auch gar nicht so richtig, weißt du? Ich geh dann mal. Ja. Auch wenn ich mich wiederhole. Warte nochmal. Okay, noch ein paar Blümchen. Die sind immer wichtig. Ja, diese roten, ne? Die sind auch für irgendwas zu craften, glaube ich. Ich glaube auch. Craften! Oh, warte mal, das klingt hier schon wieder so. Als wäre hier irgendwo eine Hornisse oder sowas. Nee, doch nicht. Ich glaube, die ist in deinem Kopf. Ja, das war pure Einbildung. Ich werde langsam paranoid in diesem Spiel. Da hast du allen Grund zu. Ich glaube, wir können jetzt hier irgendwie... Ja. Lass doch mal dem Weg folgen, weil da ist dieses große Dingsbums irgendwie. Was das wohl ist. Ein Stein! Wow. Ich habe einen Stein eingesammelt. Ich kann nicht mehr so richtig aufsammeln, wie es aussieht. Ah doch, den Stein kann ich aufsammeln. Nee, schon gut, es war wohl nur irgendwie kurzfristiger Bug. Ich bin da. Okay. Das ist schön.
Du bist wunderschön. Ja. Ich liebe dich. Jetzt hört man überhaupt gar keine von diesen. Boah. Blablabla. Mehr. Aber die kommen garantiert wieder, falls du sie schon mal hast. Nee. I don't. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen trinken. Mein Herz ist total aufgefüllt. Hast du Getränke dabei? Mehrere? 20, ja. Okay, kannst du mir gleich mal vielleicht eins geben? Ich habe nämlich tatsächlich nur leere Gläser. Ja, ist jetzt blöd. Ey, das kommt hier aufs Teamwork an. Wieso geht denn dieser Baum nicht kaputt? Egal. Wir können ja gerne ein bisschen handeln. Was hast du denn Schönes für mich? Vielleicht einen Raketenwerfer? Ich kann dir meinen Schutz gegen Zombies anbieten. Oh ja, das klingt schon mal ganz gut. Ja? Okay, ich hätte vielleicht darauf achten sollen, wo du hingehst. Ich folge dem Weg. Ah, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Hier liegt ziemlich viel totes Zeug auf dem Fußboden rum. Und kaputtes Zeug. Ziemlich viel Blut, ziemlich viele Innereien und Knochen. Das ist ja ekelhaft. Ja, es ist schon ziemlich eklig. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen. Ja genau, renn mal vor mir weg. Das kostet ganz schön viel Ausdauer. Das stimmt. Aber das regeneriert auch relativ schnell, finde ich. Also relativ. Obwohl, jetzt regeneriert es gerade gar nicht. Vielleicht hängt es davon ab, wie viel man an Getränken hat oder das so? Das könnte durchaus sein, ja. Das könnte durchaus sein. Hast du noch? Es ist tatsächlich exakt auf diesem Level. Du hast recht. Stimmt. Wo steckt er denn? Oder soll ich lieber sagen, sie? Kurz hinter dir. Also ich sehe dich schon. Ich kann deinen Namen noch nicht lesen, aber ich sehe dich da am Horizont verschwinden, wie du langsam vor mir wegläufst. Tja. Ein Glück, dass ich nichts zu trinken habe, um jetzt sprintend zu dir aufschließen zu können. Was du mal machen könntest, du könntest ein oder zwei Getränke auf dem Weg fallen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken, wie geht das denn? Cool, Zombie. Also. Auf meinem Weg. Trolltest.de